Leute, weiter geht's bei Pokémon Platin. Und dieser Kampf will mir nicht gefallen. Was soll ich denn tun? Huti einwechseln möchte ich eigentlich nicht. Ich denke, ich versuche mal den Bitterkuss. Feuerodem. Oh, klasse. Bestimmt wird Pachirisu paralysiert. Wetten? Ja, es war so klar. Leck mich doch. Und Bitterkuss geht daneben. Und der Sandsturm tobt auch noch. Ja, ist nicht ganz optimal jetzt. Okay, Slam beherrscht das Vieh auch noch. Der Schaden ist aber gering. Ah, und Bitterkuss trifft. Immerhin das. Okay, okay. Slam, Sandsturm und Feuerodem. Komm schon, triff dich selber. Jawoll. Sehr schön. Pachirisu, super Zahn, um ihm ein bisschen Schaden zu machen, immerhin. Ja, super. Und ich glaube, wir bleiben bei der Taktik, wollte ich sagen. Okay, Sandsturm. Super Zahn. Passt, 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 passt. Passt sogar sehr gut. Wir haben noch 42 KP. Ich riskiere den Bitterkuss nochmal. Oh, verdammtes Feuerodem. Aber bisher hat es keine brutale Attacke drauf, was ziemlich cool ist. Und Bitterkuss trifft weiterhin. Wie geil ist das denn? Okay, 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 okay. Aber ich denke, ich sollte das Glück nicht herausfordern. Und Pachirisu jetzt heilen. Supertrank reicht aus, ja. Heilen. Wenn sich das Vieh jetzt noch, ich würde sagen, zweimal selber angreift, dann war es das bereits mit diesem Kampf. Was ich sehr, sehr cool finden würde. Na, nein, es trifft. Shit. Shit, shit, shit. Aber der Schaden ist gering. Der Sandsturm tobt, ja, ich weiß, Schaden wird getroffen, aber es ist noch aushaltbar. Ich bleibe beim Bitterkuss, obwohl es wieder verwirrt ist, oder immer noch, aber es trifft trotzdem. Oh, nervt doch nicht. Dämliches Vieh. Ja, ich weiß, aber jetzt ist es bestimmt nicht mehr verwirrt und deswegen setze ich nochmal auf den Bitterkuss. Nicht mehr verwirrt, ja. Feuerodem, ja, ist gut. Und solange Schaden jetzt nicht paralysiert ist und mit dem Bitterkuss durchkommt... Oh, ist alles in Ordnung. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Und ich denke... Ich halte Schaden noch nicht. Ich setze nochmal Superzahn ein. Ne? Es kommt wieder durch mit seiner Scheißattacke. So, und... Ja, getroffen. Sehr gut. Und nun müsste sich das Vieh definitiv selber besiegen, wenn es sich dann selber verletzt. Was ich hoffe. Wir heilen Schaden nochmal. So. Ja. Sehr gut. Und nun, was passiert? Stalos ist verwirrt. Und komm schon. Jawohl, das müsste reichen. Es reicht nicht ganz. Ja, leck mich doch. Ah, Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. Aber du... Oh, du bist schon wieder nicht mehr verwirrt. Slam. Okay. Oh, hör auf. Kein Volltreffer. Oh, Bitterkuss trifft schon wieder. Oh, Schana ist cool. Sie ist nie paralysiert. Bitterkuss trifft so gut wie immer. Sehr, sehr, sehr gut. Jetzt muss ich Stalos nur noch einmal selber verletzen. Und dann war's das für es. Und ich setze den Supertrank ein. Den letzten, den wir haben. Einfach nur, um kein Risiko einzugehen. Ein Volltreffer von einem Slam würde dann schon ausreichen, um Schana zu besiegen. Aber wir haben erst drei Attacken von Stalos gesehen. Kann das sein? Oh, triff dich doch selber. Mein Gott. Triff dich doch bitte selber. Was hat das Vieh noch für eine vierte Attacke? Aber es scheint keine Boden- und keine Gesteinsattacke zu sein. Und das freut mich sogar sehr. Ey, es kommt immer durch mit seiner Attacke, oder? Warum ist das so? Jetzt aber, besieg dich selber. Na also, danke, tschüss. Na also. Gut gemacht, Schana. Oh, Huti hat auch gekämpft scheinbar. Und wir besiegen Wanderer Damian. Ja, ich liebe es. Sündhaft leckerer Zucker. Was? Wo zur Hölle sind wir? Und wer bist du? Da muss ich dir wohl zustimmen. Leute, die hier trainieren, wissen nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Komm ich... Was? Gehst du schon zurück? Dann warte ich hier auf dich. Wäre nett, wenn du wiederkommst. Was? Hey Becky, wir sollten uns zusammenschließen. Die Pokémon werden immer unruhiger. Becky schließt sich Urs an. Ja, das ist schön.
Okay, wir kommen scheinbar von hier. Wenn einen Pokémon verlässt, dann teile ich sie für dich. Das ist gut. Okay, vermutlich haben wir den da unten noch nicht besiegt. Und ich denke, das ist auch wieder ein Wanderer mit Stein-Pokémon oder Kampf-Pokémon. Und deswegen denke ich mal, ist es klug, Donald nach vorne zu setzen. Und zu Donald gehört Cesaro, oder? Ja, müsste stimmen. Ja, er will kämpfen. Okay, 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 okay. Hoch in den Bergen ist ein Kampf, ein angemessener Gruß. Ja, freut mich. So, jetzt kommt's. Er hat Pflanzen-Pokémon oder irgendwie sowas. Nein, er hat ein Georok. Wanderer Ulysses. Okay. Gut, haben wir Donald ausgewählt. Dann kann sich das Vieh auch nicht selber in die Luft jagen, glaube ich. Wegen der Fähigkeit von Donald Feuchtigkeit. Okay, es kommt nicht mal dazu. Das Vieh ist weg. 1000 Erfahrungspunkte. Oh, super. Dann ein Rihorn. Okay, da passiert genau dasselbe wie vorhin. Wir hauen es mit dem Surfer weg. Hallo Rihorn, Level 35. Wow. Nicht schlecht. Ganz und gar nicht schlecht. Locker. Und das reicht für Level 39. Super. Ja, Donald lernt, glaube ich, nicht mehr viel. Hallo da, die was? Was laberst du da? Eigentlich tut es auch ein einfaches Hallo, wenn du hier oben an einer Person vorbeimarschierst. Oh, und das, hier sind nicht die Berge, was du nicht sagst. Das ist ein Item. Finsterball, cool. Was haben wir hier für Fässer? Kann ich hier den Rad fahren? Nee, bestimmt nicht. Was, das kann nicht verwendet werden. Ah, wegen dem Begleiter, ach so. Da unten wäre ein Item. Gibt hier unten keine Pokémon? Bisher scheint das nicht der Fall zu sein. Was bist du für ein Typ? Ein Bauarbeiter oder was? Hey, da ist kein Spielplatz. Wenn du spielen willst, tritt gegen mich an. Ja, ich denke, wenn Donald vorne ist, kann eigentlich nicht allzu viel schief gehen, denke ich mal. Kleinstein. Ja, nee, das ist machbar. Das kriegen wir hin. Da ist Donald der perfekte Ansprechpartner. Oder die perfekte Ansprechpartnerin. Oh, Verzeihung, Donald. Du bist ja weiblich, habe ich ganz vergessen. So, tschüss, Kleinstein. Weg bist du. Und als nächstes kommt bestimmt ein Georok. Nee, noch ein Kleinstein. Okay, dann kommt halt als drittes ein Georok. Mein lieber Quentin, du hast keine wirklich große Auswahl an Pokémon. Kann das sein? Ich glaube, das ist so. Nee, ist so hast du ganz bestimmt nicht. Und das war noch ein Volltreffer. Donald, super. Aber es wäre nicht mal nötig gewesen. Und ein Machock. Oh. Oh. Das hätte ich jetzt sogar auswechseln können. Aber nö. Ich denke, Donald kriegt das hin. Konfusion. Obwohl Konfusion halt noch nicht wirklich so eine starke Attacke ist, reicht es vermutlich nicht aus, oder? Nee. Nicht im geringsten. Aber das Vieh ist verwirrt. Perfekt. Komm schon, triff dich selber. Nee, tut du nichts. Aber unsere Pokémon werden ja eh geheilt nach jedem Kampf. Und ja, somit ist kein Problem. Zack. Und weg mit dir. Wenn wir lange hier unten sind, dann levelt uns Donald davon. Aber bisher geht's. Du hast mich wie ein Amateur aussehen lassen. Okay, und dann kämpfen wir gegen dich hier. Na, was willst du? Die Leute von der Fleetwalk Arena nutzen diesen Ort für ihr Training. Ja, aber wenn hier keine wilden Pokémon da sind, dann ist das Trainieren jetzt nicht so optimal. Oh shit. Magnetilo. Du bist jetzt Typ Stahl, nicht wahr? Deswegen Zertrümmerer. Ja. Es ist eine schwache Attacke. Was? Magnetbombe? Was zur Hölle? Ja, geht. Ja, Zertrümmerer ist eine schwache Attacke, aber hier macht sie doch guten Schaden. Habe ich schon mehrfach festgestellt. Sehr gut. 648 EP. Ein Georok. Kein Problem für Donald. Für Donaldine. Frisst den Surfer bitte. Was sagt eigentlich die Zeit? Bald 10 Minuten sind um. Erreicht haben wir noch so gut wie nix, aber was soll's. Wir trainieren ein bisschen Donald und das ist auch okay. Und noch ein Macholo. Okay, eventuell reicht hier die Konfusion, je nach Level. 34, eventuell reicht es. Wir sind gespannt. Und zack. Auf jeden Fall reicht es für Level 40.
Und es reicht sogar für einen One-Hit. Super, und Donald erreicht Level 40. Sag ich doch. Und Amatus wurde besiegt. Vielleicht sollte ich zur Arena gehen. Ja, geh doch. Was? Schutz? Ah, deswegen kommen keine Pokémon. Ich habe mich schon gewundert. Oh. Angst? Okay, ich werde wieder Schutz einsetzen. Definitiv. Ich mag Lucario nicht, deswegen verletze ich es auch. So. Ist doch wahr. Kriege ich jetzt ganz viele Erfahrungspunkte, weil ich zwei Viecher auf einmal besiege? Könnte sein. Hier drin könnte man gut nach Shinies suchen, wenn immer zwei Pokémon auftauchen. Aber habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Wobei, zu verlieren haben wir ja eigentlich nichts. Wir werden ja immer wieder geheilt. Ja komm, ich setze den Topschutz ein. Ist mir dann doch lieber. Hier ist nix. Hallo? Immer das Fass betrachten, aber da ist scheinbar nix. Dann hole ich mir hier das Item. Da oben wäre nochmal eins gewesen. Alle Items mitnehmen, würde ich sagen. Wir sind froh um alles, was wir kriegen können. Hier hoch? Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Ich könnte mal auf die Karte blicken, denke ich. Ein Magnet. Ein Magnet. Verstärkt Elektroattacken, genau. Und deswegen geben wir das Shana. Direkt ein Münzamulett. Weg damit. So. Karte bitte. Wo sind wir denn jetzt? Was zur Hölle? Eiseninsel. Wie sind wir da hingekommen? Von hier aus. Hokishana war scheinbar in Fleetburg. Und nun sollen wir hier drinnen für diesen Urs hier was machen. Ich weiß aber nicht was. Da komme ich nicht weit. Oh Gott, sind da viele Trainer. Zu viele. Da. Was zur Hölle? Team Galaktik-Typen. Warum komme ich da nicht hin? Ich muss da weiter scheinbar. Aha, da komme ich immerhin zum Item. Geht da jetzt durch? Ich passe da nicht durch. Becky ist zu dick. KP Plus. Ja, ist besser als gar nichts. Ich muss irgendwie da oben. Oh nein. Jetzt habe ich keinen Schutz mehr, oder? Bitte? Ich könnte mir hier ein wildes Stalos fangen. Nee, kann ich nicht. Es ist weiblich. Ich könnte mir hier echt einen Stalos fangen. Wie geil ist das denn? Das finde ich jetzt echt geil. Wow, ein wildes Stalos. Stalos ist so ein ultimatives Kampfvieh. Es ist nicht Kampf, ich weiß, aber trotzdem. Ultra geil. So, und Lucario, du besiegst dieses Vieh bitte. Okay, brauchst du gar nicht. Tschüss, Stalos. Oh, echt, ein Stalos wäre hammergeil. Habe ich wirklich keinen Schutz mehr? Schutzband. Reduziert, ja, aber es reduziert nur. Na gut, da muss ich halt mit den Pokémon-Kämpfen leben. Ich denke, solange Donald an erster Stelle steht, kann uns hier nicht viel passieren. Ich könnte eigentlich auch flüchten. Mein Gott, ich könnte ja flüchten. Warum tue ich das nicht? Ich sagte, flüchten. Ich könnte auch Shana nach vorne nehmen, dann können wir immer flüchten, wegen ihrer Fähigkeit. Okay, dann will ich da entlang, glaube ich. Bitte nervt mich nicht, wilde Pokémon, ja. Und bei solchen Begegnungen bin ich eigentlich wirklich versucht, die Pokémon zu besiegen, weil dann kriegt halt Donald bald wieder ein Level up. Und ein starkes Donald ist eigentlich nicht verkehrt, würde ich sagen. So, es müsste für Onix locker ausreichen und es müsste auch für Georock locker ausreichen. Das ist ein schwerer Satz. Sag den mal dreimal schnell hintereinander. Oder ja, sagt ihn dreimal schnell hintereinander und dann schreibt ihn bitte so, wie ihr es gesagt habt. Würde mich freuen. Kann ich da rechts noch weiter hoch? Für ein Item vielleicht? Doppelgolbat. Okay, lassen wir da. Lassen wir in Ruhe. Oh, komm, Spiel, bitte mach schneller mit deiner Animation. Ist da unten ein Item versteckt? Könnte ich mir gerade vorstellen.
Sehe ich mir an. Soll ich mir noch einen Geodok fangen? Ich denke nicht. Ich glaube, Schan hat ja einen Kleinstein, oder? Ich glaube, ja. So, ich möchte testen, ob hier ein Item drin ist. Ich teste. Ah, Eisentafel. Ha. Ha. Richtiger Riecher. Was zwei Wesen von Zeit und Raum wurden aus dem Ursprünglichen geboren. Okay. Nee, aber ich denke, wir kämpfen jetzt nicht mehr gegen alle. Weil ich Schana zeigen möchte, geh bitte da und da entlang. Ich denke, das ist besser. Ja, ja, ist gut jetzt. Ich würde gern gegen diese Galaktiktypen kämpfen. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich hier noch ein bisschen trainieren und gegen alle hier kämpfen. Aber ich weiß nicht. Ich möchte Schana hier ziemlich zielsicher weiter locken, würde ich sagen. Nicht, dass hier irgendwie ein Fehler unterläuft und wir, was weiß ich, Huti verlieren oder irgendwie sowas. Das möchte ich dann nicht. Nee, ich denke, wenn ich jetzt den richtigen Weg schon gefunden habe, dann... Außer hier drin gibt es noch ein wichtiges Item zu finden. Weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich vermisse immer noch die VM... was war es denn? Kraxler. Warum die noch nicht da ist, verstehe ich nicht. Level 41. Perfekt. Ja, wenn Donald hier vorne steht, dann passt das alles. Halt, da oben ist noch ein Item. Holen wir uns. Purpurstück. Wow, toll. Okay, dann müssen wir gegen die beiden hier kämpfen, vermutlich. Ja, ich glaube, das muss sein. Es würde dein Pokémon zugute tun, wenn wir kämpfen würden. Natürlich würde ich auch. Natürlich würden auch meine Pokémon profitieren. Hahaha. Ha, ha. Ja, was willst du noch? Starke Pokémon, starke Trainer. Fällt dir ein Ort ein, an dem man besser als hier trainieren kann? Ja, da gibt es bestimmt einige, aber... Oh, die haben 6 Pokémon. Moorlord. Moorlord. Ich denke mal, wir bleiben beim Surfer. Auch wenn wir Lucario damit verletzen. Ich denke, es ist die beste Lösung. Okay, Schlappohr hat jetzt nicht ganz so viel Schaden gekriegt. Weniger als Lucario. Nicht so cool. Sprungkick. Knapp hat das Vieh überlebt. Ganz knapp. Ganz knapp. Warlord, würdest du bitte Donald angreifen? Oh, wow. Lucario, das war klasse. Das war sehr klasse. Amnesie. Okay, das darfst du machen. Das darfst du tun. Was kommt dann? Ja gut, ich könnte jetzt Lucario besiegen eigentlich. Aber das möchte ich irgendwie nicht. Ich denke mal Konfusion auf Meditalis. Das macht überhaupt keinen Schaden. Aber Lucario macht weiter mit der Kraftwelle, solange es noch kämpfen kann. Besiegt Moorlord und ja, sichert sich meinen Respekt. Aber jetzt ist Meditalis am Drücker und besiegt Lucario. Oh, wie schade. Ich hoffe, Urs hat noch mehr Pokémon. Hypopotas. Oh, shit. Aber ich muss jetzt nicht alleine kämpfen, oder? Ich muss jetzt alleine kämpfen. Ja, leck mich doch. Warum hat der Typ nur ein Pokémon? Finde ich nicht ganz so cool. Okay, Meditalis ist weg. Und für Hypopotas müsste es eigentlich auch ausreichen. Tut es. Weg damit. War das jetzt Pokémon Nummer 4 oder Nummer 5? Weiß ich nicht. Ja, der scheiß Sandsturm. Ist gut, ist gut, ist gut. Noch 2. Staraptor. Und was noch? Kirlia. Nicht optimal. Ganz und gar nicht optimal. Aber ich denke, ich bleibe beim Surfer. Wird das Beste sein, was ich tun kann gegen 2 Pokémon. In der nächsten Runde dürfte ich Kirlia besiegen können. Oh, sogar Staraptor wird in der nächsten Runde besiegt. Oh, Kirlia wird sogar jetzt schon besiegt. Wie toll ist das denn? Und noch ein Level Up. Geil. Bodycheck von Staraptor. Okay, kein Thema. Kein Thema. Aber die Zeit rennt mir davon. Die Zeit rennt mir wirklich davon. Ich möchte Schana wirklich noch zu diesen Galaktiktypen hinstellen. Dass sie genau weiß, ey, da geht's lang. Ich weiß ja auch nicht, was wir in dieser Höhle sollen, ehrlich gesagt. Das entzieht sich meines Wissens. So, Astrainer besiegt. Bla 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 bla. Leckt mich.
So, ist das der richtige Weg? Ja, ist es. Okay, dann würde ich sagen, Leute, ich werde Shana hier stehen lassen und sie wird von hier an weiterspielen. Also Leute, das war's für heute mit Pokémon Platin. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!